Hallo und herzlich willkommen bei Musical TV. 10 Stunden hat die heutige Probe gedauert. 14. 14 Stunden. Ja. Matthias, eine Frage, die ich im Namen aller Darsteller heute an dich stelle. Warum? Ja, ich meine, es hat ja keiner gesagt, dass es Spaß machen soll. Ja, also das ist ja auch immer so, dass es eine Menge Arbeit ist. Ja. Und eigentlich muss ich echt sagen, keine Ahnung, warum? Wieso machen wir das? Bist du denn wenigstens vorangekommen heute bei den Proben? Ja, ich würde schon sagen, also wir haben 1, 2 Szenen gemacht. Wir haben ja insgesamt ungefähr 40 Szenen, also da sind 2 schon ganz, ganz gut, würde ich mal sagen. Du willst mir also jetzt sagen, dass ihr noch 38 Szenen zu drehen habt oder zu üben habt? Ja, ja, könnte sein. Und wir haben noch wie lange Zeit? Jetzt ist Mitte November, Dezember, Januar. Bis Januar geht's los. Also es sind noch, ich sage jetzt mal geschätzt, 7 Dienstage. 4 Samstage, eine Generalprobe, dann steht das Ganze. Also wir machen es dann wie jedes Jahr bei der Generalprobe, dann wird eine Szene gemacht, die vorher noch nie gemacht wurde. Ja. Das immer. Ja, das ist ja, muss ja so sein. Gut. Das ist ja eigentlich auch das Konzept der Dinge, die wir hier haben. Wir sind spontan, wir sind kreativ und wir improvisieren. Gut, und jetzt im Ernst. Wir haben, glaube ich, wirklich heute ganz viel geschafft. Ja, 10 Stunden ist für eine erste Samstagsprobe einfach, muss man sagen, der Hammer. Ja, das ist schon echt cool, dass ihr da mitmacht, dass ihr so wirklich zeigt und das tut. Ich nicht, aber die anderen. Ja, die anderen da. Ja. Nee, das muss man sagen. 10 Stunden für eine erste Samstagsprobe, das ist mutig, das ist ambitioniert, da kann was daraus werden. Und wir haben im Prinzip das gesamte alte Märchen haben wir jetzt fast. Das freut uns alle. Und deswegen verabschieden wir uns. Wir haben jetzt noch was anderes, was Besseres vor. Was Besseres als den Tod. Was Besseres als den Tod finden wir überall. Wir sehen uns bei der nächsten Probe wieder. Das war der Matthias. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Pussy. Pussy. Ciao. Wo ist eigentlich der Hund?